Was geht? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, draußen vor meiner Haustür ist direkt eine Baustelle. Wir kriegen irgendwie Glasfaser verlegt und alles Mögliche. Die ganze Straße ist aufgerissen. Kein Plan. Trotz allem, wir reacten, egal ob Baustelle oder nicht. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Falls du noch nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, unten in den Kommentaren verlinke ich die WhatsApp-Gruppe. Komm da rein, wir sind 1600 Leute, 2000 ist das Ziel. Lasst gerne ein Abo da. Let's go! Also unsere Tochter hat ja zwei Mamas und da stellt sich natürlich die Frage... Hä? Wie geht das? Wie kann man zwei Mutter haben? Wie nennt sie uns eigentlich? Während der Schwangerschaft haben wir wirklich lange überlegt, was sozusagen die perfekte Kombination... Einer hat Oberkörper und eine Unterkörper? Kombination ist, also ob man zum Beispiel Mom und Mama macht oder ob man zum Beispiel Mami macht. Oder ob man es halt sozusagen macht mit Mama und dann halt Ina sozusagen dran. Also wir haben wirklich ganz viele Kombinationen ganz wild durchdacht und haben überlegt, wie es am besten passen könnte. Wir wollten es der kleinen Maus natürlich auch nicht zu schwer machen, weil sie soll ja da irgendwie auch nicht verwirrt sein oder, sondern soll es dann natürlich ganz leicht haben. Kann mir mal jemand erklären, wie kann man zwei Mütter haben? Ganz im Endeffekt wird sie sowieso am Ende entscheiden, wie sie uns sozusagen nennen möchte. Aber natürlich gibt man am Anfang ja was vor und man will sie ja auch so ein bisschen lenken, dass man ihr sozusagen sagen kann, was sie sagen kann. Und spricht ihr auch selber immer so ein bisschen, ja, Ina hat jetzt dies und jenes oder so getan. Das ist ja ganz normal sozusagen, davon lernen ja die Kinder. Am Anfang haben wir... Ich muss aber ehrlich sagen, die hört sich an, als ob die 14 ist. Wir haben uns überlegt, dass wir es so machen wollen, dass Nessie Mami ist und ich sozusagen Mama. Aber irgendwie hat Liv sich das dann ein bisschen anders entschieden und hat dann gesagt, dass sie es sozusagen tauschen möchte, sodass Nessie jetzt Mama ist und ich bin halt die Mami. Obwohl wir zugeben müssen, dass sie eigentlich auch sehr, sehr oft zu uns beiden einfach Mama sagt, weil wir kriegen es dann schon hin, wer sozusagen... Also ich weiß, ich habe nur eine Mutter und ich kenne jeden meiner Kollegen, meine Freunde, was auch immer, meine Geschwister, die haben alle nur eine Mutter. Digga, ist das jetzt ein Fall, wo ich nicht verstehe? Wie können die alle, wie hat die zwei Mutter? Mütter, Deutschsprache, verstehst du? Leute, diese Idee fand ich so cool. Es gibt nicht viele Produkte in meinem Shop, die ich nicht mag, aber ein paar habe ich gefunden. Wir starten mit den Hers Buffalo Blue Cheese. Ich liebe die Hers, aber Edelpilzkäse ist wirklich nicht meins. Also, ich könnte das niemals essen. Ja, die schmecken bestimmt so, als ob die gar keinen Geschmack haben. Weiter geht's mit den Twisters und von denen bin ich gar kein Fan. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Es gibt manche Twisters, die sind okay, aber wie gesagt, die Twisters, also, basic. Aber trotzdem bin ich gespannt, was damit passiert. Dann kommt auch schon die Chamoy-Pickel. Ich hasse Gurken und ich hasse Schärfe, als ist das mein Endgegner. Boah, Leute, schaut euch die mal bitte an. Dann kommen die KitKat-Orange. Und wirklich, ich hasse die Kombination von Schokolade und Orange. Wo kriegt man überhaupt diese Süßigkeiten her? Kann er nur aus der USA kommen, oder? Ein Neffy-Taffy-Banane musste leider auch mit drauf, weil ich keine... Okay, Neffy-Taffy-Banane schmeckt so künstlich. Hui! Bananengeschmack bin. Und ja, auch die Reese's gehören zu meinen Hassprodukten. Ich finde die Reese's, okay, ich kann vielleicht zwei Reese's essen, aber ich sage, ich Feierabend. Aber Reese's, ernsthaft? Sind richtig lecker aus, aber Erdnussbutter geht gar nicht. Und auch wenn ihr den Snowball alle liebt, gehört er zu meinen Hassprodukten. Schmeckt gar nicht. Und das einfach nur wegen dem Kokos außenrum. Schmeckt das vorletzte nicht. Produkt sind die Toxic Ways. Die sind einfach nur ultrasauer und ich frage mich wirklich, wer die mag. Und die Dinger sind brutal! Toxic Ways. Das letzte Produkt sind die Glotzer. Ich finde den Geschmack richtig lecker, aber die Konsistenz ist gar nicht mein. Ist zu viel. Ist zu viel, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich esse Dinge auch nicht gern. Kommt heute Abend wieder vorbei für das Ergebnis. Leute, Wisst ihr noch, als mein Herz bei einem Leistungstest kontrolliert wurde? Oder wisst ihr noch, als ich mit meinem Opa den Yannick Freeze der Powerkreis gemalt habe? Vielleicht wisst ihr auch noch, wie dieser Mann hier zwei Bälle jongliert hat und ich das dann auch probiert habe. Wisst ihr noch, als ich tatsächlich ein Traumtor geschossen habe? Oder wisst ihr noch, als der Ball mal wieder ins Wasser... Wie viel soll ich noch wissen? Geflogen ist. Ja, der schwimmt da heute immer noch. Wisst ihr noch, als ich einen Fan von mir zum Deutschlandspiel eingeladen habe und er sich darüber richtig gefreut hat? Oder wisst ihr noch, wie ich ein Tunnelbattle gegen Toni Kroos gemacht habe? Warte mal, wer hat das eigentlich nochmal gewonnen? Wisst ihr noch, als... Ich weiß nicht, was ich noch wissen soll. Aber ich weiß leider gar nichts davon. Sorry. So Leute, ich zeige euch heute mal meine Stärken. Eine Schwäche von mir... Das war doch ein Booster. Ist ganz klar Geräteturnen, deswegen habe ich Magnesium genommen. Oh, da bin ich hingefallen. Eine weitere große Schwäche von mir ist Labello, einfach so lecker. Hey, yo, was? Labello einfach essen?
Muss ich immer probieren. Jetzt aber eine Stärke von mir, und zwar dieser Backflip. Wie lässig war das denn? Darauf erstmal eine Gurkenmaske. Und dann natürlich geschmeidig Stand-Up-Paddle fahren. Wer genau hinschaut, sieht, das war ich gar nicht. Jetzt aber Synchronspringen. Und weil der Rückwärtssalto eben schon so nice war, zeige ich euch noch den vom Seil. Das war nichts, das lag aber nur daran, dass ich einen Pulli anhatte. Also Leute, gebt niemals auf, dann klappt so gut wie bei mir. So, Leute. Tschüss. Bro, was geht hier heute ab? Diese neue Form haben Mathematiker entdeckt, obwohl sie eigentlich in dir und jedem anderen. Why are these girls covering up the volleyball net with sheets? These girls learned of a new secret training. Wir haben einen Mordfall. Das Opfer war. Ich würde sagen, das ist. Dieser eine Freund, der immer recht hat. Okay, Ibu, was schätzt du? Ganz klar, Norwegen. Norwegen? Und es ist Norwegen. Ein Punkt für Ibu, problemlos. Was ist diese Flagge? Das ist ganz klar Thailand. Norwegen. 2:0 für Ibu. Ibu, ich will ein Kind von dir. Und nun die letzte Flagge. Norwegen. Frankreich. Das ist Frankreich. Und es ist Frankreich. Ibu, heirate. Bro, wie kommst du auf Norwegen? Ibu, da du so weise bist, haben wir einige Zuschauer im Publikum, die deine Hilfe brauchen. Ibu, ich habe immer Schulterschmerzen, wenn ich so mache. Ja, dann mach nicht so. Wow. Ich habe Schulden, meine Frau hat mich verlassen und meine Kinder hassen mich. Bitte, Ibu, was soll ich denn machen? Leben geht weiter, Lo. Lo? Machen Sie es immer so, dass Sie einfach auflegen? Wieso? Ja, Sie haben Verhalten. Doch gerade... Ja, aber es ist aber kein Verhalten, Herr Treffer. So was macht man Telefon nicht. Also, ja, egal, irgendwas. Was Sie also, von mir ja, denken. Sind nicht in der Lage, vernünftig zu sprechen. Dann wünsche ich Ihnen natürlich jetzt noch alles Gute, weil hiermit beende ich jetzt das Gespräch. Nö, ich bin... Telefonbetrüger ärgern. Du brauchst Termin, aber ich gebe dir keinen. Ja, guten Tag. Du und mein Name. Spreche mit dem Herrn Persson. Haben Sie einen Termin? Nee, nicht. Ich grüße Sie. Hab ich Glück, ist der Herr Persson zu sprechen? Haben Sie einen Termin? Nee, wir hatten jetzt... Dann leider nicht. Gar nicht. Hallo? Ja, haben Sie noch mal einen Tipp für mich, wann ich den Herrn Persson jetzt wieder günstiger erreiche? Ja klar, wenn Sie einen Termin haben. Hat er Ihnen auch eine Krankenkasse vorgeführt gehabt? Nee, wollen Sie mich vorführen kurz? Ja, kann ich auch machen, wenn es bei Ihnen passt. Ja, ja, das passt. Nee, das mache ich auch immer gerne, deshalb super. Also im Endeffekt spielt es auch heutzutage gar keine Rolle, wo man dort versichert ist. Achso, dann ist ja egal. Hallo? Ja, machen Sie es immer so, dass Sie einfach auflegen? Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie... Der hat einfach aufgelegt. War gar nicht so schlimm. Oder? War doch kein Telefonbetrüger. Ich hätte gedacht, der betrügt die Leute und sagt, hey, gib mir deine Geld, gib mir deine Geld. Aber nicht der Fall. Ich wollte mir eine Pizza backen, aber habe vergessen, Hefe zu kaufen und heute hat alles zu. Heute wird... Digga, jeder kennt es. Am Sonntag probierst du irgendwas krass zu machen und du hast irgendwelche Sachen vergessen. Du hast irgendwas nicht zu Hause und willst unbedingt kaufen. Und kannst du leider nicht holen, weil alles zu ist. Ich hasse den Sonntag. Wird wohl der Tag sein, an dem ich herausfinde, ob man Pizza auch ohne Hefe machen kann. Also habe ich einfach das Mehl mit Backpulver und Salz gut vermischt. Dazu kam Sojamilch sowie Olivenöl. Sojamilch? Bro, was ist denn das? Vegane Pizza oder was? Habe den Teig dann erstmal mit einem Silikonspatel verrührt und dann ordentlich mit der Hand durchgeknetet. Das Schöne ist, ohne Hefe brauchen wir auch keine Ruhezeit. Also habe ich den Teig einmal halbiert und die Teiglinge dann zu einer Pizza ausgerollt. Der Teig kommt dann in eine eingeölte Form, habe noch eine einfache Tomatensauce aus Knoblauchkräuter und Salz rüber. Bro, da ist viel zu wenig Tomatensauce drauf, bro. Da ist viel zu wenig. Wenn du den Boden noch erkennen kannst, viel zu wenig. Diggi. Aubergine? Gegeben mit etwas Was ist das bitte schön für eine Pizza, Mann? Backenem Gemüse getoppt und das wird jetzt auf höchster Hitze, was dein Ofen hergeben kann, für ca. 10 bis 15 Minuten gebacken. Ich liebe es auch, noch etwas frischen Basilikum über die Pizza zu geben. Wo ist Salami? Wo ist das Fleisch, Digga? Wo ist... Was ist das für eine Pizza? Eben. Das ist definitiv keine traditionelle italienische Pizza und viele Italiener werden mich dafür hassen, aber... Das schmeckt verdammt gut. Glaube ich nicht, Digga. Ich glaube, du willst uns hier verarschen. Wenn der Pilot zum genauen Angaben macht. Willkommen aus dem Cockpit. Mein Name ist Kurt Schäfer. Ich bin der Pilot des heutigen Flugs auf dem Weg nach München. Wir haben dort eine Temperatur von 66,74 Grad Fahrenheit, was ca. 19,3 Grad Celsius entspricht. Wir werden heute über die Nordtangente Richtung Süden fliegen, wodurch wir uns aufgrund des Alaska Nord Stream 2 Minuten sparen. Das heißt, ich bin heute etwas früher bei meiner Frau und kann mich auf ein leckeres Abendessen freuen, bevor ich die Scheidung einreiche. Nach 34 Jahren Ehe muss ich mir nämlich
eingestehen, dass ich die Stewardess hinten links deutlich attraktiver als meine Frau finde. Das ist das Leben. Ich hoffe, Sie überdenken auch Iris bei uns an Bord und haben einen angenehmen Flug. Ja, wer von euch ist schon mal Flugzeug geflogen? Ich? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome. Jetzt alles nochmal auf Englisch? Sheesh. Ich würde mir die Kopfhörer schon in den Ohr stecken. Ich würde gerne in diesen Club. Wir lassen die Leute erst ab 12 Uhr rein. Türöffnung ist aber um diese Uhrzeit. Ja, aber vor 12 Uhr kommt hier keiner rein, weil wir eine künstliche Schlange bilden. Warum sollte man das tun? Damit alle, die vorbeilaufen, denken, das ist ein krasser Laden hier. Okay, komm. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Machen die sowas wirklich? Denn ich habe schon öfters gesehen, dass ein Club so voll steht, obwohl du eigentlich alle Leute reinlassen kannst. Jeder sieht Baba aus. Komm ich dann später rein? Hast du Frauenbegleitung? Nein, noch nicht. Richtige Antwort. Wie viel kostet denn ein Tisch? Oh, je nachdem zwischen 1000 und 4000 Euro. Was? Willst du einen haben? Serviert ihr dann 5-Gänge-Menü mit Kaviar und Lobster? Nein, Mann, natürlich. Wer isst denn bitte Kaviar und Lobster? Heißt es auf Deutsch eigentlich Lobster? Oder hat es einfach das englische Wort genommen? Lobster. Kein Plan. Natürlich nur Getränke. Aber eine 3 Liter Wodkaflasche kostet vielleicht 80 Euro im Späti dahin. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend in deinem Späti dahin. Hat jemand von euch schon mal Wodka getrunken? Weiß gar nicht, wie das schmeckt. Noch nie Alkohol getrunken, brauche ich nicht. Dann kriege ich wenigstens genug Mischgetränke. Wenn du eine 3 Liter Wodka bestellst, bekommst du 8 Red Bull dazu. Das reicht doch niemals! Jedes Red Bull, was du danach bestellst, kostet 10 Euro extra. Warum? 10 Euro für einen Red Bull, Mann! Ey, geh einfach hin. Bring dir Rucksack mit, wenn's geht. Hol dir einfach 24 Palette Red Bull. Die ziehen dich sowas im Club ab. Die ziehen dich... Boah, Digga. Als ob du an die Tankstelle gehst, aber an der Tankstelle ist es... Es ist doppelt so teuer, Mann, im Club! Verstehst einfach! Ah, und dein Eintritt kostet dann auch noch 20 Euro. Warte mal, kommt das wenigstens mit einem Gratisgetränk dazu? Räum weiter. Wie viel denn für ein Wodka? Und pass auf, wenn du eine Frau wärst, wärst du direkt kostenlos reingekommen, hättest ein kostenloses Getränk bekommen. Unfair. Die Welt ist einfach unfair. Ey, 18 Euro. Warum zieht ihr die Leute so ab? Erstmal, weil wir es können und wenigstens haben wir keine Opferverzehrkarten wie in NRW. Das ist Abzocke. Sag mal. Okay. Wie gesagt, ich sag nur, wenn du eine Frau bist, wärst du hier kostenlos reingekommen. Plus, ich sag dir so, wie es ist, du hättest das teuerste Getränk bekommen, kostenlos. Und Frau einfach sein in so einer Situation ist einfach besser. Fertig, Schluss, aus.